Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du dich ganz leicht in das Mindmap-Programm XMind einarbeiten kannst. Es ist hervorragend dazu geeignet, Lernstoff zu strukturieren und zu ordnen und überhaupt damit zu lernen. Und es ist in der Grundversion kostenlos. Du kannst es dir einfach so runterladen. Die meisten wichtigen Funktionen sind kostenlos nutzbar. Nur wenn du sehr fortgeschrittene Funktionen nutzen willst, müsstest du eventuell eine Lizenz kaufen. Das wird aber wahrscheinlich für die meisten Nutzer nicht nötig sein. Auf geht's, fangen wir an. Wenn ich XMind öffne, habe ich zunächst hier die Ansicht der Vorlagen und kann entweder eine dieser Vorlagen auswählen oder durch einen Doppelklick hier drauf eine leere Datei öffnen. Ich habe zunächst hier den zentralen Knoten, in dem auch Hauptknoten steht. Ein Knoten in einer Mindmap ist einer der Begriffe, an denen sich die Mindmap jeweils verzweigt. Mit einem Doppelklick kann ich den Text ändern und wenn ich Enter drücke, wird das bestätigt und die Bearbeitung geht wieder zurück. Ich kann einen Knoten auswählen, indem ich ihn einfach anklicke und wieder abwählen, indem ich in die freie Fläche klicke. Die wichtigste Funktion ist natürlich das Einfügen weiterer Knoten. Das kann ich theoretisch hier über diesen Button tun oder viel einfacher über die Enter-Taste. Wenn ich Enter drücke, entsteht ein Knoten auf derselben Ebene wie der, den ich zuvor ausgewählt hatte. Wenn ich die Tab-Taste drücke, bekomme ich einen Knoten eine Ebene unter der aktuell ausgewählten. So kann ich also sehr schnell Knoten einfügen und habe so ganz leicht Knoten in meine Mindmap eingefügt und kann sie so schnell bearbeiten. Ich kann auch mehrere Knoten auswählen, indem ich mit der Maus einen Rahmen aufziehe und dann einfach den Knoten auswähle und dann zum Beispiel durch Drücken der Entfernen-Taste diese wieder löschen. Ich füge nun also einige Knoten ein. So, ich habe nun also einige Knoten eingefügt. Hier gibt es zum Beispiel noch eine Untergruppe und noch eine. Und ich kann nun mit diesen Knoten verschiedene Dinge tun. Ich kann verschiedene Formatierungen auswählen, indem ich zum Beispiel einen Knoten anklicke und damit auswähle und dann hier oben mit diesem Button in der Seitenleiste verschiedene Eigenschaften aufrufe. So kann ich also das Aussehen jedes Knotens oder der ganzen Mindmap kontrollieren. Wenn ich den Hauptknoten auswähle, kann ich zum Beispiel die Struktur der Map auswählen. Also zum Beispiel, ob sie so standardmäßig aussehen soll oder ein Organigramm sein soll oder ein Baumdiagramm oder hier dieses ausgewogene Map, sodass die Knoten verteilt werden. So kann ich also das Layout kontrollieren dieser Mindmap. Und ich kann für jeden Knoten kontrollieren, wie er genau aussehen soll, welche Schrift verwendet werden soll, ob er zum Beispiel abgerundete Ecken oder lieber eine Ellipse haben soll, wie dick die Umrandung sein soll und so weiter. Wenn ich den Hauptknoten auswähle, kann ich auch bestimmen, wie die Verbindungslinien aussehen sollen, ob sie zum Beispiel eckig und rechtwinklig sein sollen, abgerundet rechtwinklig oder auch direkt. Das kann ich also alles hier mit diesen Eigenschaften tun. Wenn ich diese Seitenleiste nicht mehr sehen will, klicke ich auf das X und sie blendet sich wieder aus. Ich möchte nun verschiedene Knoten etwas bearbeiten, indem ich weitere Inhalte hinzufüge. Zum Beispiel habe ich zum Körperbau eine Datei, die ich in die Mindmap einfügen möchte. Ich klicke hier oben auf die Büroklammer und kann damit einen Anhang auswählen, zum Beispiel eine PDF-Datei. Diese wird nun hier eingefügt und wenn ich sie doppelklicke, würde diese PDF-Datei geöffnet. Außerdem kann ich Bilder einfügen. Zum Beispiel klicke ich nun hier auf den Knoten Schmetterlinge, klicke auf diesen Button und kann dann ein Bild auswählen, das in die Mindmap eingefügt wird. Es ist noch zu groß, ich klicke es einmalig an, dann habe ich hier diese Anfasser und kann das Bild verkleinern. Wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, bleibt das Seitenverhältnis erhalten. Das gleiche mache ich jetzt mal mit den Käfern. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, kann ich rückgängig machen.
Ich habe hier übrigens die Mac-Version dieses Programms, die Windows-Version sieht aber ganz genauso aus und die Funktionen sind alle identisch vorhanden. Lediglich die Tastaturkürzel sind ganz leicht unterschiedlich, weil auf dem Mac die Command-Taste in einer Windows-Umgebung die Steuerungstaste ist. Da aber in allen Menüs die Tastaturkürzel jeweils hier hinten stehen, ist das kein Problem, man kann die Tastaturkürzel ganz leicht lernen. Nun haben wir also eine PDF-Datei eingefügt, Bilder eingefügt, ich kann auch Notizen einfügen. Ich klicke wieder einen Knoten an und klicke dieses Notizensymbol und habe nun ein Textfeld, in das ich freien Text schreiben kann. Wenn ich dieses Feld wieder schließen möchte, klicke ich wieder einfach in den freien Bereich und sehe nun dieses kleine Notizsymbol, das mir anzeigt, dass dieser Knoten eine Notiz hat. Wenn ich die Maus darüber fahre, wird mir auch in diesem gelben Tooltip die Notiz mit ihrem Text angezeigt. Wenn ich sie wieder bearbeiten möchte, klicke ich sie doppelt und kann sie dann bearbeiten. Schließlich kann ich auch Links ins Internet einfügen, indem ich wieder einen Knoten auswähle und auf dieses Weltkugel-Icon klicke. Und dann kann ich nun hier die Internetadresse von irgendeiner Webseite einfügen. Und wenn ich nun das anklicke, dann öffnet sich der Browser mit der entsprechenden Internetadresse. XMind hat noch verschiedene andere Funktionen, die fürs Lernen und für das Strukturieren von Inhalten nützlich sind. Ich kann zum Beispiel mehrere Knoten auswählen. Das mache ich wieder am besten, indem ich im Freien anfange, einen Rahmen aufzuziehen und dann die Knoten überfahre, die zusammengefasst werden sollen. Und wenn nun beide ausgewählt sind oder auch mehrere, kann ich zum Beispiel einen Rahmen drum zeichnen. So habe ich also die Möglichkeit, einzelne Knoten in Gruppen zusammenzufassen. Das Aussehen dieses Rahmens könnte ich natürlich wieder über die Eigenschaften kontrollieren. Das mache ich jetzt mal rückgängig. Es gibt noch eine zweite Funktion, die sehr nützlich ist, nämlich so eine geschwungene Klammer neben Knoten zu setzen. Ich habe also wieder mehrere Knoten ausgewählt, habe dann dieses Symbol für die geschwungene Klammer angeklickt und kann nun etwas dazu schreiben, was für all die umschwungenen Knoten gelten soll. Auch dieses Aussehen kann ich natürlich wieder über die Eigenschaften kontrollieren. Eine weitere sehr nützliche Funktion sind Verbindungslinien zwischen Knoten. Ich kann zum Beispiel einen Knoten auswählen und dann hier mit dem Icon für Verbindungslinien eine solche Linie aktivieren. Und nun habe ich eine Linie, die dem Mauszeiger folgt und die ich mit einem Klick auf einen anderen Knoten dort anheften kann. Nun geht die natürlich hier mitten durch die Mindmap, das sieht nicht so schön aus. Es gibt aber hier einerseits die orangenen Fixierpunkte, an denen die Linie festgemacht ist, und diese gelben Anfasser, mit denen ich die Linie biegen kann sozusagen oder ziehen kann. Und so kann ich die Linie also sehr schön in den freien Bereich bringen. Und die Linie hat standardmäßig auch eine Beschriftung, sodass ich da also sagen kann, was die Verbindung oder der Zusammenhang zwischen diesen beiden Knoten ist. Auch diese Verbindungslinien können für das Lernen sehr nützlich sein, um zum Beispiel Querverweise auf andere Elemente der Mindmap einzufügen. Wenn nun meine Mindmap fertig ist, kann ich sie natürlich entweder in XMind direkt benutzen oder ich kann sie auch in ein Bild exportieren. Man muss bedenken, dass man diese Datei nur betrachten kann, wenn man XMind installiert hat. Manchmal möchte man ja aber vielleicht das Ergebnis weitergeben und man möchte vielleicht die Mindmap unterwegs auf dem Handy dabei haben. Dann bietet es sich an, zunächst die Mindmap zu exportieren, weil man sie dann unabhängig von dem Gerät und unabhängig davon, ob XMind installiert ist, betrachten kann. Wenn ich sie exportieren will, benutze ich diesen Button hier oder auch ein Menü oben, Datei exportieren. Ich verwende jetzt den Button und nun habe ich verschiedene Möglichkeiten. Hier sieht man nun, dass manche Möglichkeiten nur in der kostenpflichtigen Bezahlversion, der Pro-Version, vorhanden sind, aber das Bild als Exportmöglichkeit ist auch in der kostenlosen Variante vorhanden. Ich wähle nun also aus, dass ich die Mindmap als Bild exportieren möchte, klicke auf Weiter. Kann nun verschiedene Einstellungen treffen, zum Beispiel das Bildformat. Ich nehme hier mal JPEG, kann nun sehen, wie meine Mindmap aussehen wird und kann hier unten auswählen, wo sie gespeichert werden soll und klicke nun Fertigstellen. Und nun habe ich diese Mindmap als Bilddatei gespeichert und kann sie zum Beispiel so auf meinem Handy speichern, sodass ich sie als Lernkarte immer mit dabei haben kann.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn du auch in Zukunft Lernvideos aller Art bekommen möchtest, kannst du auch gern meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.